Leute, ich hab Bock auf Witchfire. Ich sag, wie es ist. Schon wieder jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Wir gucken mal. Das Spiel. Komm noch. Das Spiel noch was kann. Ha, Level 20 bin ich. Wir gehen rein. Falsch. Oh, gut. So. Ich bin Level 20. Ui. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ein bisschen geupgradet. Können das Cross tatsächlich enhancen? So, und wir haben ja jetzt die Burg. Iron Gate. Hä? No coordinates available? Ich dachte, die habe ich gekriegt. Nee, Witch Mountain. Nee. Hä? Ich habe doch hier den Boss besiegt in der Scarlet Coast und dann. Was ist denn jetzt los? Das ist ja merkwürdig. Ich dachte, ich habe doch hier den Boss besiegt und dann habe ich doch die Karte gekriegt für die Burg. Aber wahrscheinlich brauche ich neues Knossis, oder? Ich raff's nicht ganz. Ja, da stand Knossis, da stand aber auch Coordinate. Coordinates hatte ich ja eigentlich. Oh, hier gibt es ja gleich Action im ersten Dorf. Nice. Das kann ja heiter werden. Das kann ja eiter werden. Zu weit weg.
Gegner. Oh. Das sieht nicht gut aus, wa? Da hinten. Schon Probleme mit der Munition hier. Oh, so lame. Alter. Warum stirbst du nicht? Bro, ey. Was? Junge, geht das hier ab, ey. Boah, was geht? Was sind das für Scheiß? Was schießt denn da so krasses Scheißzeug? Oh, da ist schon die Sanity oder was? Jetzt gibt's Action hier. Oh, man kann nicht heilen während Sanity oder was? Ich kann nicht heilen, Leute. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht heilen. Was? Das ist aber auch dumm. Wieso kann man denn nicht heilen? Jesus Christ. Heute ist ein richtig schlechter Tag bei mir irgendwie. Es klappt überhaupt mal gar nichts. Trigger die jetzt. Ich glaube, man muss auf die Totenköpfe über den zielen. Das bedeutet irgendwas. Das. Ach nee, das heißt nur, dass die gemarkt sind. Okay, jetzt mach ich das. Aber muss ich dann trotzdem auf die Totenköpfe schießen? Ich bin mir nicht sicher.
Geht halt ja auch gut in die Munition rein, ey. Wenn man hier so viel von diesen... Oh. Alter, wo kommt der denn her? Der... Das ist der von eben noch. Ich dachte, der ist tot, ey. Mieses Schwein. Wo war der denn eben? Boah, wie viel Pech kann man denn haben, ey? Genau in die Falle gerannt, der Trottel. Kaum noch Muni, ey. Oh, ich laufe noch genau rein, ich Idiot. Ich glaube, ich brauche meine Sniper wieder. Alter. Boah. Alter, wie viele hier sind. Es ist wirklich sackenschwer, Leute. Ich sag's euch. Weil die spawnen halt immer von irgendwo und man weiß nicht über immer warum. Guck, die kommen jetzt einfach nur aus dem Portal. Boah, ey, da hinten noch einer. Und Sanity, geil. Alter Schwede, keine Flasks mehr, nichts. Aus Versehen gedrückt. Musik macht dann schon ein bisschen verrückt. Oh Mann! Hier abgeht. Ein Schuss noch. Ein Treffer und ich bin weg. Wie es einfach von oben Bomben regnet.
eine Flasche. Ist das zu viel verlangt? Da oben jetzt. Die snipen einen halt über die gesamte Map da hinten. Und ich habe nichts mehr zu heilen. Durch. Ich glaube, überall Fernkämpfer. Scheiße. Was soll ich nur machen? Keine Sniper, 14 Schuss. Ich bin komplett aufgeschmissen. Aber die Sanity geht von alleine runter. Vielleicht kann ich es einfach aussitzen. Kann das sein? Hä? Jetzt ist die wieder voll aufgeladen. Okay, es ist Kampf gegen Wind. Alter, es geht da hinten ab. Guck mal, wie viele das einfach sind. Was ist das? Alter Schwede, ey. Yo, geil. Was geht ab? Ich glaube, ich brauche die Sniper, glaube ich. Aber statt welcher Waffe? Was schmeiße ich denn raus? Beides gut. Ich glaube, ich nehme stattdessen. Not sure. Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. So viele Gegner. Von allen Seiten. Also merkt man ja schon allein an der Munition. Ich komme mit der Munition nicht hingekommen. Die hätte ich mir vielleicht aufheben sollen, die Ammo-Kiste. Oh mein Gott, was zur Hölle? Erschreck mich halt. Es war so dumm, dass ich diese Ammo-Kiste gerade geöffnet habe. Das ärgert mich schon wieder. Oh, jetzt ist hier die Kristallkugel. Schade. You need focus to reveal the magic.
Was ist denn vor? Ah, jetzt geht's. Das ist Schlüssel. Cross, was bringt das? Treasure, the symbol of punishment. Valuable sale, okay. Find by me. Ist mir egal, ich hol erstmal meine Seelen. Natürlich sehr ungünstig gedroppt sind. Alter, von allen Seiten wird man hier malträtiert, ey. Das Nervige ist halt, dass die halt einfach hinter einem spawnen. Also selbst wenn du mal eine Area geklärt hast, heißt das nicht, dass von da nicht irgendwo dann doch nochmal was kommt. Ich meine, man wird natürlich vorgewarnt durch diese Pfeile. Und die meisten Gegner können sich sowieso beamen, weshalb... Das ist eine Ammo-Kiste, Alter. Alter! Diese Grenadiere, die sind krass. Aber ich bin krasser. Okay. Diesmal haben wir es ganz gut überstanden. Das war schon mal fast der schwerste Part, glaube ich. Der führt mich jetzt eh wieder zu einer Kiste. Oh, da ist noch einer. Zinoret fragt hier, hat Witchfire einen Suchtfaktor wie Diablo 4?
Boah, das ist natürlich schwer zu vergleichen. Diablo 4 ist auch geil, aber... Ja, kann man halt nicht vergleichen, ne? Das eine ist halt ein Ego-Shooter. Aber ich finde... Also ich muss schon sagen, Witchfire macht schon viel richtig. Es ist noch ein Early Access, es könnte noch ein bisschen mehr Inhalte so generell geben. Aber ich bin schon sehr, sehr angetan von diesem Spiel. Vor allen Dingen, weil das Gunplay wirklich richtig, richtig gut ist. Destiny-Niveau gut, meiner Meinung nach. Requires Supply Chest Key. Das ist doch der Key. Neun Gold, nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Von The Research. Gucken, ob wir auch irgendwas finden, was auf der Map nicht eingezeichnet ist vielleicht. Nein. Manchmal hat man Glück, da liegen dann noch irgendwelche Sachen. Aha. Oh, oh, was haben wir da? Wo kommen die denn alle her? Die Dudes. Okay. Das meine ich mit dem... Mit dem Beamen. Plötzlich steht einer hinter dir, wo du dich fragst, hä? Wieso? Das war easy. Okay, hier oben ist noch Action.
reingelegt. Ich habe einen Sniper. Der kann uns nichts anhaben. Auf die Distanz. Peng. Critical hits produce more lightning bolts. Gott, war das schlecht. Den Zauber verbraten, ey. Aber die droppen gut Muni. Was? Kettenreaktion. Ich brauch Schlüssel. Beep, beep. Who got the keys to my Jeep? Das stinkt doch hier zum Himmel. Warum ist es hier so ruhig? Ich das? Ich wusste doch, dass das... Boah, guck mal, wir kriegen zwei neue Sachen. Wir können eigentlich zurückgehen, wir können extracten. Wo ist denn das Portal? Hier ist natürlich noch gut Action. Oh, es ist direkt beim Boss, okay. Eigentlich sollte der Weg dahin nicht zu beschwerlich sein. Fuck is that?
Was ist jetzt? Protect the egg. Ich hab's einfach halt selber abgeknallt. Ja nun. Ja, sorry, aber ey, ich meine, da ist halt ein Ei mit einem Energiebalken drüber. Da denkt man doch. Scheiße. Das war ja richtig dumm. Naja, gut. Beim nächsten Mal wissen wir's. Ja, ich weiß, GG. Ist okay. Hab ich verdient. Level Action. Oh, hier. Pagophobia. Increased weapon damage against frozen targets. Kommen alle aus meinem Portal. Übrigens. Oh, Jesus. Voll verrissen. Ist es. Was? Let's go home! Sehr gute Ausbeute. 30.000 Witchfighter, 37 Gold, 2 neue Waffen, I like. Der Run war gut, Leute, der Run war gut. Wir können, glaube ich, sogar auf Gnosis 2 gehen. Geonosis oder Gnosis, ich weiß nicht, wie er uns ausspricht. Gnocchi. Erstmal um unsere neuen Waffen. Neue Demonic Weapon? Oh. Falling Star Grenade Launcher. When fired while aiming down sights, grenades home in onto the attacked enemy. The longer the grenades travel, the higher their damage. Und neuer Heavy Spell, Ice Sphere. Das ist sehr gut. Spawns an Icy Sphere that protects the caster from damage and freezes enemy. Das wollte ich tatsächlich auch haben. Wir können aber noch weiter erforschen. Wir haben nämlich 54. Wir können ein Relic. Und wir können... Wir können...
Long Range Weapon. Können wir noch was? Ne, nur zwei Sachen, ne? So. Das wollen wir natürlich direkt mal ausprobieren hier, das Teil. Und wir wollen natürlich unsere Eissphäre. Sehr gut. So, wollen wir Gnosis upgraden, Leute? Auf Gnosis 2, sonst kommen wir nicht auf die neue Map, ne? Gnosis 2, jetzt wird's richtig schwer, glaube ich. You lift the wheel of the hidden and the occult. You can now solve the puzzle of the Wailing Tower's entry. You can now travel to Irongate Castle. You now understand the seals of form prayer. You now can use prophecy. Study in the Hermitorium. The collector has new items. You now a Silliman and more Witchfire. You now have unlocked new prophecy slot. You now understand how to remove certain. Okay, jetzt haben wir richtig viel neuen Scheiß übrigens. Jetzt haben wir richtig viel neuen Scheiß. Mit Gnosis 2. Hier zum Beispiel. Reloading releases a shockwave that knocks back nearby enemies. Das ist einfach ein Item, was hier so lag. Okay. 7500 Seelen. So, wir müssen das ja im Dings Room. So, wir können jetzt auch hier endlich mal checken, was hier ist. Grants Arcana. Prophecy of Firearms. Arcana. Grants Arcana tied to weapons. Profound Omen of the Moonflower. Significantly increases the power of the Awakened Arcanum. If it is in 6th or 7th row of Arcana, the remaining Arcana slots become disabled. Stun Bullets. Engage with the first column to oversee prophecies. Ich würde lügen, wenn ich sagen, wenn ich es schon gerafft habe. Ach, die, das ist ja eine Mogelpackung hier, diese Kiste. Ach, ich kann vorher schon welche jetzt einstellen. Okay. Aber... Vestal Flame 1. A bright flame flickers in front of you. Ask it to help locate prayer echoes. Strengthen it to empower the fallen prayers. Requirements to strengthen the flame. Gnosis Level 2. Prayer echoes. Get echoes quest.
glaube, ganz habe ich es noch nicht. Aber wir müssen einmal zum Shop-Guy. Leider, wenn er nicht vorne steht, ist er immer ein bisschen weit weg. Hä? Wo ist er denn? Der Shop-Guy ist weg. Also. Jetzt können wir nämlich hier auch im Shop ganz viele neue Sachen kaufen. Euphoria of the Dying fully recharges all spells. Herbalist Brew. Marks Angelica and Mushrooms. Wofür braucht man die Mushrooms? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Portal Flame reactivates the entry portal. Die Mushrooms heilen oder vergiften je nach Pilz. Aber... Warte mal. Konnte man da gerade rüberhüpfen? Tatsächlich. Aber hier ist nichts. So, schauen wir uns mal die neue Waffe. Oh. Und die neue Map an. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig saftig, das Spiel. Oh, guck mal. Noch keine Texturen. Oh mein Gott, es geht direkt los. Das finde ich zum Beispiel in dem Spiel noch ein bisschen schade. Es sind wirklich immer die gleichen Gegnertypen. Also zumindest jetzt auf den ersten drei Maps. Da wäre noch ein bisschen mehr Abwechslung schön. Alter, was geht hier ab? Ah, das sind diese Echos.
So, wir haben uns die Map noch gar nicht angeguckt. Okay, es ist wirklich eine Burg. Was ist das? Barbican Toll Collectors bound by duty the old guards surround the passage. Okay. Einmal hier drauf, oder? Langsam eine bessere Waffe. Das ist immer noch von einer Klasse hier die Standardwaffe oder von zweien. Irgendwie. Zehntausend. Walla. Oh, da spratzen wir doch jetzt mal was hier rein. Oh, das ist eine geile Waffe. Guck mal, dieses Homing. Hui! Nur schön viel Muni dafür. Non-critical. Das ist gut. Nix. Da. An anomaly on the crossing of lines. You can turn it into a puddle back.
Nee, wir wollen noch nicht nach Hause, oder? Oh, was ist hier? Requires one ornate key. Das ist, glaube ich, ein Shortcut, oder? Hä? Das hasse ich ja so, wenn die von hinten kommen, ey. Yo. Ich hör's doch. Keine Muni mehr. Alter, was hält der aus? Boah, was da alles schon liegt für mich, ey. Boah. Ich hab keine Muni mehr. Aha. Das riecht hier richtig schön nach Falle. Aber muss auch nicht. Das, ach so, wir müssen... Wie war das dahin? Den müssen wir irgendwie bestechen erstmal, ne? Dass der das Gate runterlässt. Also Gate, die Zugbrücke natürlich. Gnosis 3. The fuck? Oh oh.
Aus der Luft, ey. Oh. Gott, habe ich keine Muni mehr? Alter, ich habe keine Muni mehr. Auf keiner Waffe, Leute. Hahaha, geil. Was mache ich denn jetzt? Das hatte ich auch noch nicht. Ja, scheiße. Scheiße. Ja, da machst du nix, ne? Ohne Munition. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. So sehr ich die Snipes liebe. Ja, einfach zu wenig Muni. Mal den Flocker nehmen. Und dann nehmen wir die Echo. Jetzt sind wir natürlich nicht so gut auf Distanz. Aber man kann halt nicht alles haben. Meine Seelen hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch zurück. Das war ja ein super Anfang. Alter. Alter, was geht denn hier ab, bitteschön? Was ist das für eine Begrüßung? Alter, ey. Drei Flask hat mich diese Auseinandersetzung hier gekostet. Jesus. Was mache ich denn jetzt? Ich will echt gerade wieder zurückgehen. Das war kein guter Auftakt. So komme ich nicht an meine Seelen. Du startest halt direkt immer hier in Action.
Mann, was ist das? Alter, ey, wieso geht denn das hier so ab, ey? Mal, wie viel die aushalten. Richtiger Bullet Sponge. Not in the good way. Jetzt komm her, du Sau. Ja, genau! Ballert er es mir in die Fresse. Was geht hier vor sich, ey? Jesus, ey. Junge. Ich komme hier nicht aus dem scheiß Eingangsbereich, ohne alle meine Flasks zu verlieren. Das gibt's doch nicht. Ist das hier vielleicht ein bisschen scheiße am Anfang? Oder was? Was einem hier entgegengeschmissen wird, was soll man denn da machen, ey? Einmal versuche ich's noch, dann gebe ich auf für heute. Wie man's macht. Was ist halt immer die scheiß Action hier? Hä, mein... Leute. Meine Leiche ist eh weg. Das ist ja super lame. Dadurch, dass ich freiwillig wieder aus dem Portal rausgegangen bin, ist die... Ja, super, jetzt ist eh egal. Ich brech mir hier einen ab. Die einfach überall sind, ey.
So. Jo, Jan, dankeschön. Oh, du Sackpisser. Also nicht du, Jan. Aber, also du auch, aber vor allen Dingen der hier. So, Leute, kommt ran, hier ist Witchfire. Da muss man richtig für schlau sein. Für Witchfire muss man richtig smart sein, muss man echt auch viel trainieren einfach. Das ist wahrscheinlich für die Jan-Zuschauer eher nix. Ach, ihr kommt gerade von Jan, ne? Jan, Großmeister Jan Gustafsson. Sorry, das, was ihr hier gerade seht, ist Skill. Wahrscheinlich habt ihr lang noch keine Berührung mit gehabt. Hand-Augen-Koordination, dies, das. Guck mal, hier sitzt jemand. Aber kann ich nicht mit dem labern, weil ich noch zu kleines Knossi hab. Das Dashboard, hast du schon gesehen, dass man einen Gegner stunnen kann, indem man auf dieses rot-schwarze Ding schießt, das nach einem Dash mit voller Ausdauer sichtbar wird. Ja. Das ist aber so kurz, dass das fast hier. Das ist dieser Totenkopf, oder? Eigentlich ist gar nicht der Totenkopf. Da ist es. Das ist halt sehr schwer. Ja. Irgendwas. Was ist denn hier? Das hier. Summon the Dead. Oh. Ah! Alles klar. Wow. What the fuck? Well, well, well. Das hat mich sogar Geld gekostet, dass ich innerhalb von einer Sekunde vernichtet werde. Aber wir haben einen neuen Zauberspruch. Ne, ein Relic. Und zwar das Eye of the Mad Woman. An eye inked with the infant blood. The Relic strikes any near-death enemy with Heavenly Lightning. Okay, finde ich gut. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Eye of the Mad Woman. Ist das besser als das? Reloading releases a Shockwave. Ja, die Shockwave ist zu klein. Nils Bomhoff, dass du dich nochmal hier hintraust. Ja, ich meine nur Spaß, gibt wirklich gar nichts zu berichten. Vielen Dank für den Raid. Ich mache jetzt aber auch Schluss. Ey Leute, na, hattet ihr eine schöne Zeit mit Baldur's Gate?
Ich spiele Witchfire natürlich. Das Baldur's Gate des kleinen Mannes. Aber ich bin schon ehrlich gesagt ein bisschen gefrustet, weil es ist echt schwer. Obwohl ich so unfassbar gut bin. Wieso zocken wir das nicht zusammen? Was genau? Dieses Spiel hier ist Singleplayer, das kann man nicht zusammen zocken. Außerdem schrei mich nicht an. Einmal gehe ich noch, ein letztes Mal. Diablo könnten wir zusammenspielen. Diablo könnten wir zusammenspielen. Guck, da sind sie schon wieder, die Drecks. Wer von der Seite kommt, ist ein Schwein. Alter, wie man hier direkt auf die Mütze kriegt, wenn du auch nur Hallo in dem Level sagst. Alter, ich dachte, ich habe den gekillt. Dabei war das seine Attacke. Nils Bohmhoff ruft. Bohmhoff ruft an. Ja, schönen guten Tag. Du, siehst die ganze Zeit nur dein wunderschönes Gesicht und den, Oh, ich bin gleich auf dem Spiel. Ich bin nicht auf dem Spiel, Nils. Ich bin gleich tot. Ihr habt die ganze Zeit nicht gesehen, was ich hier Skillfulles gemacht habe. Niemand hat irgendwas außer dein Gesicht, was aber auch viel verraten hat. Mir ist sehr aufschlussreich. Vielen Dank, du hast den Stream für mich und für alle anderen gerettet. Wie bitte? So, jetzt kann ich dir... Was sagst du? Viel Spaß und gute Nacht. Gute Nacht, Nils. Schlaf schön. Nils hat den Abend gerettet, ey. Ja, das passiert in der Hitze des Gefechts. Da vergisst man manchmal hier auf den Bildschirm zu dingsen. Oh, I shouldn't even be here today, Leute, ey. Heute ist wirklich so ein gebrauchter Tag. Es klappt nichts. Es ist aber auch wirklich schwer. Ich sag's euch, es ist wirklich schwer. Ihr wisst ja, wie gut ich bin. Und seht, wie ich am Strugglen bin. Und dann könnt ihr euch ja einfach durch Mathematik ausrechnen, wie schwer dieses Spiel sein muss. Sollen wir nochmal da? Ja, das bringt nichts. Ich habe schon keine Energie mehr. Ich komme noch nicht mal aus dem Startfeld da raus, ohne auf die Fresse zu kriegen. Ich hoffe, meine Seelen hole ich noch. Da. Wo denn? Da. Da sind meine Seelen hier. Yeah, baby. Gut, 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 gut. So, es ist natürlich verlockend, dass jetzt hier nochmal hier Summon the Dead. Kostet 5000 dafür, dass sie die da auf die Fresse hauen. Aber das war so schwer und außerdem, ich habe keine Flasks mehr. Ich habe noch nicht mal mehr die halbe Energie. Ich habe auch, naja, ein bisschen Muni habe ich noch, aber es macht einfach keinen Sinn. Makes no sense. Voll der gute Typ, der Nils. Ich sag's euch, einer der Besten. Nils Bohmhoff, einer der Besten.
kommt man da wirklich nur über diese Brücke rein? Das sieht so aus, als ob ich darüber jumpen könnte, ehrlich gesagt. Hahaha, guck. Jetzt hüpfen wir hier. Jetzt hüpfen wir hier. Lol. Ich bin ja Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland, Leute. Letztens hat sich noch beschwert, dass er dir nichts von dieser Impro-Comedy-Show erzählt hat. Ja, das... Leute, sag mal, seid ihr sechs oder was? Man kann auch mal eine Aktion von jemandem nicht gut finden, ohne grundsätzlich die gesamte Person in Frage zu stellen. Ich hoffe, man vergibt euch eure Sünden, wenn ihr so durchs Leben geht. Wait and fight Calamity. Oh. Tschüss. Was ist das hier? Warum glockt es hier? Also klingelt die Glocke, meine ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh nein, jetzt ist auch noch Sanity. Ich gehe wieder Richtung Eingang, dann kriege ich meine Seelen wenigstens wieder. Alter, guck da oben, was geht da oben ab? Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, was ist es? What the fuck? Oh, die kann man abschießen. Ich habe keine Energy mehr. I'm energy-less. Was ballert hier so heftig? Was ist das? Bloodthirsty Cursed Chest. Gibt's in diesem Spiel auch irgendwas, was mir hilft? What the fuck? Nein. Oh! Alter, was geht? Was ist hier? Guck, seht ihr das? Ich renne in diesen Raum hier, denn hier bin ich sicher. Was ist jetzt los? Warum eisig? Digga, was ist denn hier draußen los?
So, jetzt hat's wieder volle Energie. Was soll denn diese Scheiße? Was soll man denn machen? Ich check's nicht. Boah, Alter. Ja, ist klar. Na, jetzt bin ich gleich tot. Ja, alles klar. Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Jesus. Also ich muss sagen, wenn man in einem Spiel trotz überragendem Skill stirbt, dann liegt's ja wohl am Spiel. Ich glaube, man muss, wenn diese Sanity ist, dann muss man so einen bestimmten Gegner finden und töten. Solange überschüttet dich die Witch mit Bitch. Aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ist jetzt natürlich... Es ist ein Sturm, den man vernichten muss, ja. Prayer Echoes 9 von 50. Ja, was bringt es? Das würde mich ja mal interessieren. Wenn man die stärkt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, Leute, ich muss jetzt mal Schluss machen. Es ist echt schon spät. Das Spiel ist einfach so geil, ne? Und ich hab's erfunden. Also, nee, ich hab's nicht erfunden, aber ich hab's gefunden. Ja, eigentlich hat's Nikola gefunden, aber er hat's mir gesagt und ich hab's euch gesagt und deshalb hab ich's gefunden. So, hier, wir gehen raus. Das war's erstmal für heute mit Witchfire. Mir macht's immer noch mega Bock. Ich hoffe, euch auch. Schreibt mir gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.